Hallo, willkommen in meinem neuen Video. Ich werde euch heute den Tag mal wieder etwas mitnehmen, einen Vlog machen, einen ganz normalen Alltagsvlog, so wie es hier läuft. Also Alltag ist jetzt hier immer noch nicht so komplett gegeben. Heute ist zum ersten Mal, also wir haben Montag und heute ist zum ersten Mal wieder ganz normaler Schulregelbetrieb. Kinder sind wieder in der vollen Klassenstärke, jeden Tag im Unterricht. Ich bin ganz gespannt, wie das jetzt wird und ob das so bleibt. Bin da aber auch sehr zuversichtlich. Es muss ja jetzt auch mal wieder irgendwie ein bisschen vorangehen. Und die Rosalind hat sich auch heute Morgen so gefreut, dass sie wieder mit allen in einer Klasse ist. Der Patrick hat heute frei und wir waren heute Morgen ein bisschen unterwegs, also haben die Kinder weggebracht und sind jetzt wieder zu Hause. Wir waren noch kurz bei Rewe, haben ein bisschen was eingekauft, aber jetzt kein Wocheneinkauf oder so, sondern nur ein kleiner Zwischeneinkauf, weil wir nämlich eigentlich was zu frühstücken uns holen wollten da beim Bäcker. Sind dann einmal kurz durch Rewe geschlendert und haben ein paar Angebote mitgenommen. Werde ich euch dann auch gleich kurz zeigen und ansonsten nehme ich euch heute einfach mal mit. Ich weiß auch noch nicht genau was. Auf jeden Fall muss ich die Wohnung machen, denn hier ist einiges liegen geblieben jetzt, weil ich ja auch wusste, dass die Kinder jetzt die Woche beide immer morgens weg sind und ich da auch echt Zeit und Ruhe habe. Habe ich mir das alles ein bisschen aufgehoben. Blöd, aber so ist man irgendwie. Jetzt habe ich viel zu tun. Ja, also ich habe hier gestern, hier fängt schon mal an, habe hier gestern das Bällebad von der Olivia mal entrümpelt und gewaschen. Ein bisschen auch mit Fleckentferner eingeweicht, weil da so, ja, ein bisschen so Fettflecken überall drauf waren. Weil man ja auch doch mit fettigen Fingern und auch mal mit irgendwas zum Knabbern da reingeht. Wir wollen das nämlich gerne abgeben, weil die Kinder das irgendwie jetzt langsam nicht mehr nutzen. Es wurde heiß geliebt. Ich kann es auch jedem nur empfehlen. Auch die Rosalind, die von Anfang an eigentlich zu groß dafür war, hatte da so einen Spaß mit ihrer kleinen Schwester drin. Aber ich habe sie jetzt gefragt, nachdem das jetzt wochenlang echt nicht mehr benutzt wurde, höchstens mal zum Auskippen, habe ich es beide jetzt gefragt und sie wollen es nicht mehr. Ja, wir wollen das gerne einer Freundin weitergeben, die ein Baby hat. Und die das sehr gut gebrauchen kann, aber ich wollte das wenigstens einmal gründlich waschen. Die Bälle muss ich auch noch alle einzeln reinigen und in Müllbeutel packen. Das werde ich gleich machen und die Küche werde ich jetzt als erstes mal machen. Dann zeige ich euch auch direkt, was wir gekauft haben. Die eine Seite der Küche ist jetzt schon mal blitzeblank. Jetzt kommt die andere Seite. Jetzt zeige ich euch eben, was wir gekauft haben. War ja, wie gesagt, nur ein kurzer Einkauf. Ja, das war auch schon unser Einkauf bei Rewe. Heute gab es nämlich wieder die Fleischwurst im Angebot, die ich so gerne kaufe bei Rewe. Ja, das ist beides Fleischwurst, denn da die Kinder ja jetzt auch beide wieder jeden Tag oder jeden Morgen weg sind, werde ich denen auch Fleischwurst wieder in die Dose schneiden. Die lieben die Fleischwurst von Rewe, wir lieben die ja alle. Der Patrick, der liebt hier diese Erfrischungssticks. Die sind irgendwie neu, Cola, Zitrone, die haben mich da irgendwie angelacht, das war gar nicht geplant. Ich liebe die Lindor von Lind in Kokos und die gibt es super selten. Eigentlich gibt es die so im Geschäft gar nicht. Bei Rewe haben sie so einen Ständer, da kann man sich so einen Beutel abpacken, aber da gibt es seit kurzem auch keinen Kokos mehr. Und die waren jetzt diese Woche im Angebot, die habe ich mir jetzt mal mitgenommen. Die werden, denke ich, auch lange halten. Die sind ja, ist ja auch eine ziemlich große Packung. Ja, und dann war wieder Haribo im Angebot und da haben wir drei Tüten Haribo mitgenommen, weil der Patrick ja, wie ich schon öfter gesagt habe, in der Dialyse sich immer eine Tüte Bonbons mitnimmt. Und der so auf sauer steht, haben wir die jetzt hier genommen und die habe ich mal mitgenommen, weil die ist irgendwie neu, scheint neu zu sein. Eine bunte Tüte ist wie eine gemischte Tüte von der Bude, dachte ich. Da sind hier so Schnuller und Erdbeeren und aber auch die Schlümpfe drin, also irgendwie alles gemischt. Ah ne, Monde sind das, sehe ich gerade. Und hier diese Colaflaschen, ja. Eigentlich haben wir ja Süßes gekauft und haben genug. Ja, aber ehrlich gesagt, hier mit dem Patrick, mit der Dialyse, gehen die Süßigkeiten auch immer richtig schnell weg.
Da haben wir noch mal kurz ein bisschen aufgestockt. Ja, und dann hatten wir uns jeder noch so eine Flasche Wasser mit Geschmack geholt. Hier diese Vöslauer. Das war auch schon unser riesengroßer Rewe-Einkauf. Ja, jetzt werde ich das mal eben schnell in den Kühlschrank räumen und in den anderen Schrank. Und dann, ach so, ja genau, wir hatten auch keine Eier mehr. Das wollte ich auch noch kurz erzählen. Und hier bei uns vor der Tür hat ein Bauerwagen gehalten. Und da kann man jetzt immer vom Wagen Eier kaufen. Da hatte ich jetzt 10 Eier mitgenommen. L oder XL hat er mich gefragt. Also die haben sogar auch XL Eier, was ich ja super finde. Jetzt habe ich gerade online geguckt, weil er mir auch direkt eine Karte dagelassen hat. Jetzt kann man bei diesem Bauernhof online sich die Sachen alle bestellen. Und die kommen halt alle 2 Wochen hier bei uns in die Straße und bringen uns das dann. Oder die kommen auch so alle 2 Wochen hier in diese Straße, weil die immer unseren Nachbarn beliefern. Und dann kann man auch einfach runterkommen und was vom Wagen kaufen. Aber die haben halt auch nicht alles dabei. Ja, finde ich richtig super. Jetzt werde ich da auf jeden Fall regelmäßig zumindest schon mal unsere Kartoffeln und Eier bestellen. Dann brauche ich die nicht immer im Supermarkt holen. Ja, so ist mir das ja viel lieber, ne? Also ich habe ja schon mal gesagt, ich würde auch gerne zum Bauernhof und da alles kaufen. Aber erstmal gibt es hier nicht so einen in der Nähe. Und dann war ich letztes Jahr einmal am Bauernhof, der hier am nächsten gelegen ist, und habe da Grillfleisch geholt und hat es mich fast aus den Socken gehauen. Da habe ich für einmal Grillen für uns 50 Euro bezahlt, nur für Fleisch. Und die haben auch so eine gemischte Gemüsekiste. Das interessiert mich schon ewig. Da habe ich auch schon so oft gegoogelt und nie was gefunden hier in der Nähe. Und da werde ich auf jeden Fall auch mal so eine gemischte Gemüsekiste bestellen. Das finde ich nämlich auch richtig cool. Wenn man dann die Kiste bekommt und dann erstmal guckt, was man kocht oder irgendwie Eintöpfe oder so, dass sich da dann ein bisschen nachrichtet, was da drin war. So, der Patrick hat jetzt in der Zwischenzeit die Rosalind schon abgeholt und wir haben jetzt alles rausgelegt. Wir machen nämlich heute zum Mittagessen Pizzaschnecken, die ich auch bei Instagram gesehen habe. Ja, weil es heute so schön warm wird, haben wir gedacht, Pizzaschnecken, die sind schön leicht, liegen nicht so schwer im Magen wahrscheinlich, hoffentlich. Wir brauchen 2 Esslöffel Tomatenmark, 1 Schuss Olivenöl, Schuss Gewürze und 1 Schuss Wasser. Einmal umrühren bitte. Das so. Ist die Tomatensoße. Ja, einmal hier drauf verteilen. So, du machst das richtig gut mit dem Pinsel. Du hast auch schon jede Ecke da eingepinselt. Noch. Ja, hier stand jetzt Mozzarella, aber ich nehme da jetzt hier diesen veganen Reibekäse, den ich mal geholt hatte zum Ausprobieren. Den hat man jetzt schon einmal benutzt und es schmeckt wirklich super lecker. Ja, wenn wir zusammen machen, dann geht das, glaube ich, eh viel besser. Ich mache jetzt mal so. So sieht das jetzt aus. Wir hatten jetzt hier allerdings, muss ich sagen, so ein XL-Pizzateig. Da war irgendwie XL-Woche. Ich weiß jetzt auch nicht, um wie viel der jetzt größer war. So viel ist da jetzt bei rumgekommen. Jetzt kommt das noch 25 Minuten oder 20 bis 25 Minuten in den Ofen. Und dann schauen wir mal. So, wir haben jetzt Homeschooling schon beendet. Die Rosalind hat ihre Hausaufgaben gemacht. Homeschooling ist ja gar nicht mehr. Ja, da muss ich mich jetzt erstmal dran gewöhnen, dass jetzt wieder normale Hausaufgaben sind. Und vor allem, das war jetzt auch so wenig, weil die ja jetzt morgen auch direkt wieder Schule hat. So, jetzt sieht man hier nichts mehr. Ja, die Pizzaschnecken sind fertig. Der Patrick, der holt jetzt gerade die Olivia ab. Hol die jetzt schon mal raus und die essen wir aber irgendwie... Da essen wir jetzt nicht am Esstisch alle, ne? Nehmen wir uns jeder eine und setzen uns irgendwo und quatschen, ne? Machen wir uns ein bisschen gemütlich. Und dann hat der Patrick nämlich gerade festgestellt, dass ab heute oder, ja, ich glaube ab heute, die Stadtbücherei wieder auf hat. Und jetzt ist die Rosalind schon richtig on fire, weil die hat ja einen Büchereiausweis und die liebt das in der Stadtbücherei. Und wir konnten da jetzt so lange nicht hin. Da werden wir jetzt gleich hinlaufen. Ist ja auch richtig schönes Wetter. Und der Patrick läuft wahrscheinlich mit der Olivia auch mit und geht mit der auf den Spielplatz. Und wir gehen dann in die Stadtbücherei. So, wir sind jetzt da an der Stadtbücherei und da gehen wir jetzt rein. Wir sind jetzt wieder zu Hause. Wir waren in der Stadtbücherei.
und haben da richtig viel ausgeliehen. Dann waren wir auch noch in der Stadt im P&C Outlet haben wir jetzt hier und im Thalia Outlet. Patrick war mit der Olivia so lange auf dem Spielplatz da schaukeln. Die haben da direkt einen Spielplatz. Und ich war mit der Rosalind in der Stadtbücherei, weil die hat ja da den Ausweis. Und ich war quasi Begleitperson. Und da haben wir einmal hier den Minions-Toni ausgeliehen. Und dann haben wir einmal den Fuchs hier von der Fuchsbande. Den haben wir auch noch ausgeliehen. Der ist da drin. Ja, dann haben wir hier einmal so eine Harry Potter Schmuckausgabe. Weil die Rosalind ist ja total auf dem Harry Potter Trip im Moment. Für die Olivia haben wir auch zwei Bücher ausgeliehen. Einmal das hier und ein Buch vom Barberpapa. Die gucken wir nämlich ab und zu im Fernsehen und die Olivia hat ja davon auch ein Puzzle. Dann hat die Rosalind sich hier Lotterleben ausgesucht. Dann hat sie sich ein Buch vom Magischen Baumhaus mitgenommen. Dann hier noch Mariella. Teil. Meermädchen. Und dann haben wir noch zwei Filme. Einmal die Wolfgang und Gregs Tagebuch 3. Da habe ich gesagt, da kann sie ruhig mal einen Film mitnehmen. Wenn ihr das gefällt, davon gibt es ja auch Bücher, dann nehmen wir beim nächsten Mal davon noch ein Buch mit. Der Patrick wollte unbedingt mal in dieses P&C Outlet und ist dann auch da rein und hat da auch direkt was gefunden. Ich bin dann mit den Kindern nach Thalia, damit die nicht da auch noch mit rein müssen. Und ja, der Patrick hat sich da drei T-Shirts geholt beim P&C. Die haben da die ganz normale, reguläre P&C-Ware und alles 50%. Also hat sich echt gelohnt. Mit den Kindern war ich dann in Thalia, das ist ja auch ein Outlet hier bei uns. Da hat die Rosalind sich hier so eine Harry Potter Trinkflasche mitgenommen und ein Harry Potter Frühstücksbrettchen. Genau, da ist auch immer alles zum halben Preis. Die Olivia hat sich Pippi Langstrumpfknete ausgesucht. Oh, sollen wir gleich kneten draußen? Und ein kleines Planschbecken, ein buntes, so ein ganz einfaches kleines, habe ich da jetzt gerade noch mitgenommen. Das werde ich auch morgen früh für die Kinder schon direkt aufbauen und fertig machen. Morgen soll es nämlich auch richtig warm werden. So, ich bereite jetzt ein bisschen die Dosen für morgen vor. Ich bin nämlich morgen früh arbeiten. Dem Patrick schon mal hingestellt, welche Dosen er nehmen soll. Weil eigentlich macht er das super alleine. Aber jetzt war ja länger nicht mehr so richtig Schule, Kindergarten, vor allem beides nicht. Und damit er morgen da nicht so einen Stress hat, weil die Rosalind seit neuestem ja auch gerne lange schläft, bereite ich dem das einfach ein bisschen schon mal vor. Die Kinder wollten nämlich gerne morgen Melone mitnehmen. Und da weiß ich ganz genau, das schafft der Patrick morgen früh auf jeden Fall. Auf gar keinen Fall. Auf jeden Fall nicht. So, fertig mit dem Bällebad. Alles sauber gemacht. Und eingetütet. Das schon mal weg. Jetzt haben wir schon mal hier wieder richtig viel Platz. Weiter sind wir jetzt aber noch nicht gekommen. Ich habe jetzt nur mal eine Wanne geholt, um da Sachen reinzupacken, die die Olivia nicht mehr haben will, weil die nämlich hier schon mit dieser Puppe ankam. Die kann weg. Die Olivia hat auch aufgegeben hier mit der Küche. Die hat die Küche so schön aufgeräumt. Irgendwie, ja, total schön aufgeräumt, Schatz. Ich helfe dir jetzt aber, ne? So, kleine Planänderung mit den Bällebadbällen sauber machen. Das hat jetzt irgendwie doch länger gedauert. Die Olivia ist jetzt ein bisschen zickig, weil die total müde ist. Das Kinderzimmer sieht jetzt aus wie ein Trümmerhaufen. Also wirklich schlimm. Aber ich schiebe jetzt einfach alles beiseite und bringe jetzt gleich erstmal ins Bett. Und wenn ich morgen von der Arbeit komme, dann sind die Kinder ja nicht zu Hause und da habe ich auch noch ein bisschen Zeit. Dann mache ich das schnell alleine fertig. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit beide Kinder sogar schon ins Bett gebracht. Ja, wir haben jetzt auch schon 8:30. Ich habe aber die Zeit auch schon mal genutzt und hier im Wohnzimmer jetzt das kleine Bücherregal und den Sessel hingestellt. Die Rosalind hat direkt meine Decke oder unsere Decke und die Kissen da drauf dekoriert. Ja, das weiß ich nicht, ob das jetzt so bleibt, weil die Decke benutzen wir ja eigentlich jeden Abend. Ja, und hier kommen jetzt morgen noch ein paar mehr Bücher rein. Ich habe da jetzt erstmal ein paar reingeworfen, weil die Olivia ja, wie gesagt, schnell ins Bett wollte. Da konnte ich jetzt nicht mehr so viel machen. Habe die Lampe ein bisschen aus der Ecke rausgeschoben und habe jetzt den Maltisch allerdings erstmal nur hier hingeschoben, weil der soll ja, ja, weiß ich auch noch nicht. Aber wenn ich morgen früh Olivias Zimmer fertig mache, dann sortiere ich erstmal den Malkrempel da halbwegs ein und den Rest, den Tisch mache ich dann erstmal schön sauber und dann gucke ich mal, ob ich den irgendwo bei der Rosalind platziert bekomme. Das war's dann von uns. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch bitte ein Like da und abonniert meinen Kanal.
wenn ihr noch nicht abonniert habt. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen und dass ihr wieder einschaltet. Bis dann. Tschüss.